Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls 4 Oblivion. Was? Was? Was lese ich da? Also in der letzten Aufnahme war ich mir ganz sicher, dass ich noch alles tragen konnte, was ich dabei habe. Und da liegt ein Löffel auf dem Boden. Ah, komm zu mir. So, was? Wollt ihr mich verarschen? Was ist hier los? Also, ich verstehe es wirklich nicht, weil ich konnte in der letzten Aufnahme wirklich alles tragen, was ich dabei hatte. 10 Gewicht zu viel. Wie jetzt? Das Treufeld und die Ogerzähne würde ich schon gern noch dabei behalten. Warum bist du verkaufen? Ach du Schande. Gut, dann schmeiße ich das hier mal kurz raus. Das Minotaurenhorn wiegt ja auch scheiße viel. Jetzt muss ich erstmal überlegen. Was kann ich so tun? Gefällt mir nicht. Ich So. Fickt euch. Der Löffel, der kann mich mal schön am Arsch lecken. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich hab dir noch einen Löffel auf. Ich hatte doch einen Löffel. Was? Liegt jetzt auf einmal wieder auf dem Boden. Okay, gut. Meinetwegen. Na, Mordrin, wie geht's dir? Hast du einen neuen Auftrag für mich? Ja, ich lass... Was? Ihr seid zurück. Was habt ihr herausgefunden? Tot. Tot? Oh, oh. Oh, Entschuldigung, Leute, das hatten wir ja schon letztes Mal. Mit dem Tod, wo ich dann mit ihm geredet hatte. Hatten wir das? Ach, war es doch nicht. Nichts mit Jagdbeute. Ich sollte jetzt mit... Er hatte gesagt in der letzten Aufnahme, glaube ich, dass wir jetzt mit Azan oder Murzgrokash reden sollten. Aber vorher würde ich gerne noch die Koboldgalle und das ganze Zeug, was uns viel Geld einbringt, loswerden. Also gehen wir jetzt einfach als allererstes Mal entweder zu einem... Falls hier ein Magieverkäufer ist, zu einem Magieverkäufer... Oh. Eine Magiegilde. Kommt dem schon sehr nah. Magier, Gildenhallen verkaufen Zerstörungszauber in Skingrad, Beschwörungszauber in Groll, Veränderungszauber. Lass mich zu Ende lesen. Nein. Nein, ich möchte nicht an die Magiergilde, der Magiergilde beitreten. Sehr erfreut, eure Bekanntschaft zu machen. Ich bin Atragar von der Magiergilde. Wie kann ich euch dienlich sein? Du kannst ja auch verschiedene Dinge dienlich sein, aber die möchte ich jetzt nicht näher. What the fuck? Ich komme hier nicht rein. Blöde Tür. Kannst mir auf verschiedene Dinge dienlich sein, aber nicht auf die Dinge, die du dir. Okay. Entschuldigt mich. Lassen wir das. Angalmo, kann ich euch helfen? Ja. Kann ich euch etwas von meinen Waren zeigen? Natürlich kannst du was von deinen Waren zeigen. Jetzt möchte ich nämlich meine Waren zeigen oder wie auch immer. Danach werde ich mir mal deine Waren natürlich auch ansehen, damit Gleichberechtigung für alle und sowas. Kennen wir ja, sonst kriege ich noch Ärger von irgendwelchen zwielichtigen Organisationen, die meinen, ich habe keine Gleichberechtigung in meinen Let's Plays. Vielen. Ja, gut. Was mache ich denn? Waren zu den kleinsten Viele Tränke. Würde ich gerne mal. Warte, könnten wir doch auch mal ändern. Fertig. Und jetzt hier mal. Für euch? Oh, er ist schon super glücklich. Seht euch meine Waren an, nicht? Können wir wieder super fälschen, so auf 70%, würde ich sagen. Yep. So, jetzt haben wir das gleich um 10 Gold billiger gemacht. Kaufen uns 6 Tränke für 400. Ich glaub doch nicht ernsthaft, dass ich dieses Angebot annehmen kann. Ach du Schande. Deine Mutter kann das Angebot nicht annehmen. So. Jetzt aber, komm schon. Yeah. So, jetzt haben wir 8 Tränke mehr. Jetzt haben wir wieder genug Tränke, um uns wieder in eine Höhle zu schleichen und dort alles Mögliche zu verprügeln. Und ich rede mir hier gerade sowas von sabberig.
Das geht natürlich nicht. So. Hab noch genügend Zeit, um irgendeine Scheiße zu machen. So, wir haben alles verkauft. Jetzt sollten wir entweder zu Asan oder Boot Kokash gehen. Gehen wir erstmal zu Asan. Soweit ich weiß, war der doch in Anvil. Der schönen Stadt am Hafen mit den weißen Häusern. Und ich hasse Ladezeiten. Habe ich das eigentlich schon mal erwähnt? Jedes Mal, wenn man aus einer Ladezeit kommt, bricht die Framerate ein bisschen ein und dann laggt es und bäh. Fick dich, Ladezeit. Ja, Kriegergilde, gekreuzte Schwerter. Ich war gerade ein bisschen confused. Bam. Badam, badam, badam. Badam. So. Ah, da bist du. Da ist Asan. Ihr sucht noch mehr Arbeit, nicht wahr? Einen letzten Auftrag habe ich für euch. Zunächst habe ich jedoch schlechte Nachrichten. Oren hat mit Vilena über eure letzte Mission gesprochen. Oh oh. Sie hat die Neuigkeiten nicht sehr gut aufgenommen. Uh-huh. Oren wurde ausgestoßen. Uh-huh. Und es tut mir leid, aber ihr wurde zum Verteidiger degradiert. Hoho. Aber ihr werdet damit klarkommen. Ich wurde degradiert. Was war ich denn vorher? Überlege ich mal kurz. Ich glaube, ich war Wächter. Ja, ich war Wächter. Also zwei Ränge runter oder so, ich weiß nicht genau. Ich kann euch nicht befördern, bedauere. Nicht jetzt. Ihr müsst erst einige Aufträge erfüllen, dann kann ich eine Beförderung in Betracht ziehen. Wäre ja zu lustig geworden, wenn wir jetzt degradiert geworden wären und gleich nochmal aufgestiegen. Na egal. Wie auch immer, ich habe mich wieder selbst... Ich habe nur noch eine Sache für euch, aber durcheinander geredet. Der Stein der heiligen Alessia wurde aus der Kapelle in Brumar gestohlen. Was ist der Stein? Ich weiß nicht, ob ihr religiös seid, aber viele Leute sind es und der Stein ist wichtig. Sprecht mit Sirok in Brumar. Er wird euch über die Einzelheiten aufklären. Okay. Der Stein der heiligen Alessia. Also schön. Dieser wunderbare Auftrag wird jetzt von uns angefangen oder vielleicht auch beendet. Wir werden es sehen. Achso, habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass ich es total super finde, dass wir jetzt endlich das epische Schwert des Jahrhunderts haben, namens... Schade. Ich habe gerade echt einen Blackout. Wie hieß das Schwert noch gleich? Ah ja, richtig. Umra. Fail. Na toll. Gut, vergessen wir das. Okay. Das ist Brumar. Ich weiß nicht, ob wir schon mal hier waren. Ich glaube noch nicht. Total in einer schneereichen Gegend. Eigentlich schneit es hier immer, aber... Wetterfail! So. Die große Kapelle von irgendwas. Ich habe es leider nicht gesehen. Gesuchte Verbrecher. Ja? Seid gegrüßt. Ihr müsst von der Kämpfergilde sein. Wir wissen eure Hilfe zu schätzen. Du siehst hässlich aus. Man muss der Wahrheit ins Auge blicken. So. Man sagt, der Stein wurde von Alessia selbst gesegnet und solange er sich in unserem Besitz befindet, kann unserer Kirche nichts passieren. Die Reliquie wurde uns vor gar nicht langer Zeit gestohlen. Ein paar Männer wurden gesehen, wie sie am Abend, als der Stein gestohlen wurde, die Kapelle verließen. Wir nehmen an, es waren Banditen. Ja, und wie jetzt? Soweit ich weiß, waren es 4 oder 5 und sie wurden zuletzt auf der Straße in Richtung Osten gesehen. Bitte findet den Stein von St. Alessia. Ja, ja. Oh mein Gott, wir müssen einen epischen Kirchenauftrag erledigen, obwohl ich mich für die Kirche gar nicht interessiere. Entschuldigt bitte mein forsches Auftreten. Ach nee. Nein, bitte nicht. Nein. Ich möchte nicht. Ich möchte noch nicht. So. Nein! Das ist eine Modifikation von mir und... Oh mein Gott! Ich möchte diesen Auftrag noch nicht erfüllen. Nein, oh mein Gott. Was zur Hölle? Als ich die Modifikation zum ersten Mal gespielt habe, dadurch weiß ich, dass es ewig dauert, bis sie fertig sind mit Sprechen. So, langsam Laberer.
Nein, nicht das da. Das ist falsch. Das da. Ich sprach mit Priester Zirok in Bruma. Er möchte, dass ich ein heiliges Relikt der Kirche wiederhole, den Stein von St. Alessia. Er glaubt, dass Banditen ihn vor kurzem stahlen und hat gehört, dass sie Richtung Osten aus der Stadt flohen. Okay. Entschuldigung. Ja, toll. Da lang. Vielleicht ist ja wie bei Pokémon, wo dann die epischen Pokémon, also kann ich mich erinnern, dass die dann immer, wenn man dort mit dem Schnellreisen dorthin gemacht hat, dann waren die plötzlich völlig woanders. Das war in der Gold-Edition. Da bin ich immer total aufgeregt und musste dann mit dem Fahrrad hinfahren. Das war nicht so schön. Nicht so schön. Aber anscheinend tun sie das nicht. Und da hinten sind sie auch schon. Nicht weit von hier entfernt. Aber soweit ich mich an diesen Auftrag erinnere, passiert noch was ganz Blödes. Hallo? Ah, gut. Mein Anzeiger für die Zeit hat sich gerade kurzzeitig verabschiedet. Links. Genau. Hier bist du. Na, du Drecksratte. Also wurdet ihr geschickt, um uns zu finden. Der verdammte Stein hat für mehr Ärger gesorgt, als er wert gewesen wäre. Ja. Wir haben ihn gestohlen. Ich versuche gar nicht erst, das zu verleugnen. Außer mir ist niemand übrig. Wir haben den Stein vielleicht gestohlen, aber wir waren nicht die Letzten. Wir wurden von einem Haufen Oger überfallen. Offensichtlich wegen der schönen Steinchen. Ich bin der einzige Überlebende. Wenn ihr den Stein wollt, müsst ihr nach Sedur. Ja. Was ist Sedur? Es ist nicht weit von hier. Hier, ich zeige es euch auf eurer Karte. Und jetzt lasst mich einfach allein. Gut. Ich habe euch alles erzählt, was ich weiß. Lasst mich in Ruhe. Deine Mutter lässt dich in Ruhe. So. Ich mag den Typen nicht. Ich mag Diebe allgemein nicht. Oh. Was? Könnt ihr mir mal bitte erklären, seit wann ich auf einmal überall hinreisen muss, wo meine Quests sind? Seit wann immer wieder... Ich bin mir sicher, dass ich noch nie dort gewesen bin. Noch nie. Dort kann ich noch nicht hinreisen, aber hier kann ich auf... Hä? Normalerweise muss man doch erstmal eine Runde dahin reisen, damit man überhaupt irgendwas dort machen kann. Aber... Bug. Ich beziehe es jetzt einfach auf den Bug. Also ich verstehe es wirklich nicht. Ich bin mir sicher, dass ich noch nie hier gewesen bin. Was ist das denn da unten? Da ist Sedur. Ich weiß, dass da Sedur ist, aber... Okay, gucken wir uns später an. Ja. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Noch 2 Minuten. 2 Minuten. Ungefähr. Also... Schwacher Trank der Wärme, was bringt er uns denn? Frostwiderstehen und Gold. Gut. Naja, Frostwiderstehen bringt uns jetzt nicht wirklich was, aber Gold ist immer gut, ne? Damit können wir uns tolle Sachen kaufen. Karte. Okay, da geht's nicht lang. Bonga, bonga, bonga. Oh. Ah, komm her! Hey, ich krieg dich! Deine Mutter stinkt nach Scheiße, du. Oh mein Gott, hat der viel Leben. Sündeweber. Sündeweber! Ah. Sündeweber! Oh, Sündeweber! Ach du Schande. Boah, ist sehr stark. Der haut viel. Oh, tot. Also wenn 2 von denen auf uns zurennen, ist Ende. Oh, Weltkitsch. Damit können wir unser Mana auffüllen, aber das brauchen wir gerade nicht. Wir haben ganz schön viele Mana-Tränke, die wir noch einsetzen müssten. Eigentlich. Ich bin Zauberer, warum kämpfe ich eigentlich mit dem Schwert? Bin ich irgendwie... Ja, ich muss mich erstmal... Oh Mann, ey. Oh, hallo. Komm her. Boom, einmal. Aber, boom, 2-mal. Boom, 3-mal. Ja, ja, super. Oh. Und flüchten, 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 flüchten. Einen Trank nehmen und einen
Oh mein Gott, die Zeit ist um. Oh mein Gott. Ah! Ah! Hör auf zu klingeln, du Dreckswecker. Ja, ist okay. So. Ich möchte nur schnell den Ogre noch besiegen, dann können wir das... Ich habe... Wusste ich doch. So, komm her. Keine Ahnung, für Mittelerde. Au! Bin ich tot? Ja, ich bin tot. Gut, Leute. Mit diesem epischen Tod, sage ich mal. Speichern noch. Tschüss und bis zum nächsten Mal.